Hallo, Vermögen aufbauen mit Aktien. Die beste Anlage. Warum führt kein Weg an Aktien vorbei? Die reichsten Menschen auf diesem Planeten haben ihr Vermögen mit Aktien gemacht. Auf die Frage an Einstein, was die stärkste Kraft sei, hat er laut Überlieferung gesagt, der Zinseszins. Fakt ist und auch Realität, dass eine Familie über zwei Generationen hinweg zu einem der reichsten oder zumindest zu einer sehr wohlhabenden Familie mit Aktien aufsteigen kann. Der Aufstieg von Warren Buffett ist dem Zinseszins zu verdanken, den er in Form von Dividenden zeitnah wieder in Aktien investiert hat. Mein Name ist Jürgen alias Gorilla Trader. Ich bin privater Trader und Investor. So, stoppt bitte dieses Video, lest diesen Risikohinweis. Meine Einschätzungen sind keine Anlageempfehlung. Ganz wichtig, also das kann auch totaler Nonsens sein, was ich hier von mir gebe. Bevor wir hier uns heute die Aktie von der Telefonica anschauen, zuerst einmal immer ganz wichtig, man muss sich die Gesamtgroßwetterlage anschauen an den Börsen. Und die ist im Augenblick kein Umfeld, um zu investieren. Ich gehe davon aus, dass wir Anfang Jahr 2019, also so bis erste Quartal, bis März, nochmals tiefere Kurse sehen könnten an den Leitindexen weltweit und deshalb immer noch Füße stillhalten, sich vorbereiten, sich Gedanken zu machen, wo und wie man dann letztendlich investieren kann. Also Großwetterlage, momentan Bärenmarkt oder hier, wie auf diesem Bild gezeigt, Ebbe, das Wasser zieht sich zurück, das Geld ist ein scheues Reh, das ist einfach jetzt momentan, versteckt sich das irgendwo. Und wenn man dann seine Investitionen tätigt, ist es das nächste. Man braucht eine Strategie und da muss man dann auf dieser Schiene bleiben und man muss sein Ziel vor Augen haben. Immer ein Ziel in der Ferne, ein großes Ziel versuchen zu erreichen. Ich in meinem Dividendendepot, das ich hier euch dann zeigen werde, da will ich Dividendensprinter drin haben. Da gebe ich mich nicht unbedingt mit 3% zufrieden. Da will ich schon so das eine oder andere, wo mal richtig pusht, dass ich dann immer wieder Kapital habe, das ich wieder reinvestieren kann in den Markt. Das ist meine Schiene, das ist mein Ziel. Und da lasse ich mich dann von links und rechts nicht groß ablenken. So, und dann gehen wir jetzt rein in die Aktie. Telefonica kennt ja wahrscheinlich jeder, O2. Zusammenschluss von O2 und E-Plus war das damals. Ich war früher E-Plus-Kunde, habe mich immer über dieses Netz geärgert, aber irgendwann ist man halt einmal da drin. Und der Wechsel, ja, ich habe hier im Unternehmen eine Flat, wo alle eine Nummer haben und das ist relativ günstig für mich mit natürlich begrenztem Datenvolumen. Dann gab es irgendwann einmal die Fusion U2 und E+. Da dachte ich mir so im ersten Moment, ah ja gut, das kann ja nur gut sein. Hat im ersten Moment nichts gebracht. Nur jetzt ist es Fakt. U2 baut oder Telefonica baut sein LTE-Programm, LTE-Netz massiv aus. Selbst ich habe es jetzt am eigenen Leib gespürt. Wir haben ein schönes Waldgrundstück mit einem Hektar Fischteiche, wo wir Zuchtfische, also für den Nahrungsbedarf Fische haben. Fischteiche ganz einfach. Dort hatte ich nie einen Internetanschluss. Das liegt irgendwo in der Prärie zwischen den Bergen und plötzlich LTE. Also wirklich das richtig gute Internet. Da habe ich mich drüber gefreut. Das ist jetzt aber nicht der Grund, warum ich die Telefonica rausgezogen habe. Ich habe die Telefonica rausgezogen, einfach wegen einer attraktiven Dividendenrendite. Und dazu schauen wir uns jetzt erst einmal fundamental alles an dieser Aktie an. Da gehen wir zuerst einmal rein in die bisherige Dividendenrendite. Das war oder die Dividendezahlung 2012, 2013 und dann kam hier ein Bruch, wo dann Dividende von 47 Cent auf 24 zurückging. Seitdem haben wir 1, 2, 3, seit 4 Jahren eine stabile und leicht steigende Dividende. Wichtig wird jetzt sein, dass hier
Hier ist das vorläufige Ergebnis. Ich habe das schon ein bisschen vorher durchgekaut, bevor ich euch die Aktie zeige, wo interessant sein könnte. Vorläufiges Ergebnis für Januar bis September. Am 28. Februar 2019 wird das Ergebnis vom Jahr 2018 veröffentlicht. Das wird dann auch wieder interessant sein. Und hier drin steht jetzt O2 Free Portfolio bleibt. Das Datenwachstum unterstützt von ARPU-Up-Strategie, was sich im Trading und im Abwanderungsrate widerspiegelt. So, bereinigter Umsatzerlös in den ersten Augenblick. Ich kann das vielleicht auch ein bisschen größer machen. So, jetzt da. Bereinigte Umsatzerlöse in den ersten 9 Monaten gegenüber dem Vorjahr unverändert. Bereinigter MSR-Performance weiterhin positiv im Jahresvergleich. Also das ist schon mal eine gute Nachricht. Starkes OIBDA-Wachstum von plus 6% gegenüber Vorjahr im Zeitraum Januar bis September auf Basis vom starken operativen Momentum. 90 Millionen Euro OIBDA-relevante Synergie per Ende September 2018. Synergie aus der Nettokonsolidierung werden zum Teil von 19 auf 18 vorgezogen. So, dann hier Bestätigung des Ausblicks für das Gesamtjahr mit Präzisierung der OIBDA-Spanne zu. Leicht positiv gegenüber dem Vorjahr aufgrund erfolgreicher Realisierung von Synergien. Hier kommt der Dividendenvorschlag für 2018 von 0,27 je Aktie auf das Geschäftsjahr 18 Anstieg um 3% gegenüber dem Vorjahr. So, hier ist noch das, nicht ganz so wichtig, Postpaid-Mobilfunkanschlüssen und hier dieses LTE-Kundenanschlüsse stiegen um 9,4% im Jahresvergleich. Hat auch den besten Anschluss im Münchner Raum. Also hier baut sich O2 oder Telefonica immer weiter aus. Natürlich ist es schwierig, an die Telekom ranzukommen. Aber auch hier ist ein Zusammenschluss mit der Telekom. Ich habe jetzt ein bisschen mehr gelesen. Telekom ein sehr überproportional großes Volumen in Form einer Zusammenarbeit in Glasfasernetzausbau. Und da können dann beide daraus profitieren. Also es ist ein sehr langfristiges Zukunftsprojekt. Was jetzt im Moment vielleicht nicht ganz so interessant ist, aber für die Zukunft interessant werden könnte. Für mich ist jetzt aber hier das ganz interessant 0,27 Cent Dividende pro Aktie. Und wenn man sieht, hier im letzten Jahr 0,26 bekommen wir hier jetzt einen Cent mehr. Jetzt rechnen wir mal aus, wie viel Dividendenrendite das dann ist. Machen wir jetzt dann gleich charttechnisch. So, hier ist nichts Wichtiges mehr. Nee, ich tue euch die Links dann wieder hin, die könnt ihr dann unter der Aktie abrufen und euch hier das ganze Geschose, sage ich jetzt ganz einfach einmal, selber durchlesen. Wenn ihr was nicht wisst, ihr könnt auch mich fragen oder tut es einfach markieren, tut es in Google rein und da kommt dann auch immer viele, oft bei Wikipedia, was hier, welche Begriffe sind. So, jetzt schauen wir uns die Telefonica Chart technisch an. Der Preis ist aktuell jetzt hier bei 3,391. Da rechnen wir jetzt einmal die Dividendenrendite aus, die jetzt aktuell bei diesem Preisgebung 0,27 geteilt durch diese 3,391 gibt mal 100, dann haben wir eine Dividende aktuell von 7,96. Also, das ist so etwas, was ich in meinem Depot will. Ich will das ja pushen. Ich will, dass ich sehr viel Rückflüsse bekomme aus den Investitionen, um hier dann doch wieder eine sehr hohe Cashquote zu erreichen, um hier wiederum dieses investieren zu können am Markt wieder in dividendenaussichtsreiche Aktien. Und da sehen wir solche Aktien. Mit 7, jetzt knapp 8% sind sehr verlockend. Fundamental passt an dieser Aktie auch. Ich sehe jetzt nicht, warum sie nicht im kommenden Jahr und auch übernächstes Jahr ihre Dividendenpolitik weiter fortführen sollte. Wir schauen uns hier jetzt einmal die Telefonica charttechnisch an. Ich bin ja ein Wolfewelle-Trader, also ich beobachte solche Wolfewellen. Das könnt ihr selber mal auch googeln, was eine Wolfewelle ist. Für die, die es nicht wissen, wir ziehen hier noch eine Horizontalbalken
Bereich rein. Und in den Hintergrund hier. So. Also, die Aktie selber ist seit dem Hoch von 2015 kontinuierlich nach unten abgewandert. Wolfewelle technisch, ihr seht hier schon, habe ich einen Kursalarm drin, hier bei 3,14 Euro, 3,13 Euro. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir diesen Unterstützungsbereich nachhaltig, temporär, jetzt einmal die nächsten Tage, Wochen oder Monate, nach unten brechen werden. Aber hier, weil wir hier die 5 haben, da wird dann ganz wichtig da unten das Volumen sein. Ob wir hier dann ein hohes Volumen bekommen hier auf Xetra, das sieht man ja dann. Und dann wäre das für mich einmal ein Signal, wo ich sagen könnte, okay, das wäre jetzt die Möglichkeit, hier in dieser Aktie dann einsteigen zu können. Andererseits kann es auch durchaus sein, dass sich die Aktie jetzt hier an diesem Unterstützungsbereich, wo sie schon 11.2018, Mai, Juni 2018 und auch hier 2016, September 16, Juli 16, hier sie ihre Unterstützung gefunden hat, eventuell auch doch wieder nach oben abprallen könnte und schon hier beginnen könnte sein, ihre Aufwärtsbewegung zu starten. Also das hier muss beobachtet werden. Natürlich, der Idealfall ist immer, wenn man das tief erwischt. Aber wir haben alle keine Glaskugel. Wir wissen nicht, wie tief kann die Aktie noch fallen. Generell einfach mal abwarten, was passiert, wenn sie hier runtergeht auf diesem Bereich hier. Aktuell werde ich jetzt bei 3,13. Ich rechne hier dann mit einem Überschuss. Das wäre dann für mich so der Bereich, wo ich diese Aktie kaufen würde. Würde natürlich in der Dividendenrendite einiges ausmachen. Also da würden wir günstig, meiner Meinung nach, günstig einkaufen können. Soll aber nicht heißen, dass die Aktie dann doch nicht noch tiefer fallen kann. Ich sehe hier momentan kein irgendwie strukturelles Problem in dem Unternehmen. Ich habe mir jetzt die Verschuldung nicht so genau angeschaut, aber primär wäre das jetzt hier auf meiner Watchlist. Bei einem Durchbruch wäre das für mich ein Kaufsignal. Was wir jetzt noch schnell machen, die Aktien anschauen, die wir in den letzten Videos bearbeitet hatten. Da war einmal die Apple, Augenblick schnell, nee, geht gerade nicht. So, jetzt da ist die Verknüpfung da. Da war einmal die Apple, die haben wir hier ja so angesprochen, die kann nochmal hochlaufen und dann runter. Also hier ist noch nichts passiert. In keiner dieser Titel, die ich schon vorgestellt habe, Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahres, bin ich bis jetzt investiert, in die Investition gegangen, also immer noch zurückhaltend, weil ich einfach immer noch die Gesamtmärkte hier in dieser Phase sehe, das Wasser zieht sich zurück. Und da muss man jetzt einfach noch die Füße stillhalten auf der Beobachterseite. Und wenn es einem auch noch so bitzelt und jede Aufwärtsbewegung, man denkt, boah, man könnte was verpassen. Nein, bleibt ruhig, macht irgendwas anders. Gell? Ich gehe die letzten Tage regelmäßig in den Wald, habe ein paar Käfertannen drin, die muss ich rausschneiden, weil sonst greifen die mir noch die anderen Bäume an. Hier die BASF. Auch nichts groß passiert seit dem Video. Die Deutsche Pfandbriefbank, auch nichts passiert seit dem Video. Der Johnson & Johnson ist auch nichts Großes passiert seit dem Video. Gell? Die Rational ist auch nichts passiert seit dem Video, großartig. Und jetzt ist neu in der Liste die Telefonica und hier ich für mich habe hier mal den Alarm gesetzt, wenn wir hierher kommen, dass ich das dann auch gleich sehe. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gutes Händchen für eure Trades und wie immer, haltet einfach noch die Füße still, beobachtet die Märkte. So richtig losgehen tut es erst Anfang Januar, 7. Januar nach Dreikönig. Dort kommt das große Kapital wieder an die Märkte. Die Big Boys sind beim Skifahren oder irgendwo in der Karibik im Urlaub, das müsst ihr wissen. Die haben ihre Schäfchen im Trockenen, haben ihre Absicherungsgeschäfte gemacht und tun hier momentan nicht viel an den Aktienmärkten. Und
ich denke, wir werden hier keine dynamische Aufwärtsbewegung sehen. Bullenmarkt-Rallys in den Indizes werden wir sehen. Die sind einmal ganz schnell impulsiv zur Oberseite hin. Aber dann wird es wieder neue tiefere Tiefs geben. Abwarten, geduldig sein, sich mit irgendwas anderem beschäftigen, sich weiter fortbilden, was auch immer. In diesem Sinne noch einmal, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.